Willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, dass ich euch eine Schulwoche lang nehmen kann und heute ist Dienstag und wir fangen einfach mal so random an einem Dienstag an. Ich habe gleich die ersten beiden Mathe und du hast, glaube ich, Englisch, ne? Musik. Okay, und wir laufen gerade zur Schule. Auch filmen. Hallo. Hallo. Ist doch egal, ich will filmen doch gar nicht. One bagel. I ate the other half on 5 minute break. Yeah. That's so what I have to translate for. What else do you have there? What? What else do you have there? So, I have something like a biscuit or a cookie. Yeah, so cool. Good. Okay, bye. Bye. This is her lunch. Oh my god. Yay, so lucky. And she also has a mate. Yes. Oh, can I have one zip, please? One zip. Amazing. Yeah, and she has a bagel. So bad right now. Oh, see ya. We're going to English now. Bye. Bye. Wart gerade auf Melina. Girl, fit check. Okay, wait, I want to show you guys my shirt. Wait. Oh my god, so aesthetic. Wir haben jetzt noch Pause und dann geht's zum Chemieunterricht. Yay! It's my favorite subject. I love it. Girl, stop lying. Ekel, war dein Schultag so? Wie immer. Also ja. Mein Schultag ist ja noch nicht vorbei, also man kann so fragen. Edge hat noch in den 8. und 9. Stunden Sportunterricht. Das schaffst du, Girl. I want to cry, but I'm so exhausted, I don't have the energy to cry, you know? That's just so bad. Okay, ja, wir haben jetzt schon Schluss und laufen nach Hause. Yay. Yay. Mika, du wolltest einen Shoutout, oder? Also einen Shoutout an Mika. Ey. Subscribe to Ella. Und Edge auch. Yay. Genau. Wir sind jetzt wieder zu Hause und Mom hat Bruschetta vorbereitet. So, let's assemble! Danke, Mom. Besen, ja? Hello, wir haben jetzt zu Ende gegessen und Mom und ich haben jetzt vor, joggen zu gehen, denn da bei Schulze-Wethmer, vielleicht habt ihr das in meinem letzten Video schon gesehen, gibt es so einen Weg entlang des Waldes und da kann man auch richtig schön joggen oder einfach ein bisschen laufen. Und ich habe heute komischerweise nach der Schule noch ein bisschen Energie, deswegen habe ich Lust, mich ein bisschen zu bewegen und wir brauchen ein Outfit. That's the fit!
Und ich muss jetzt noch mein Wasser einpacken und dann geht's los. Guys, the workout is done. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang gerannt und ich kann nicht mehr. Mom und Tante kaufen noch eben ein und ich warte hier und ruhe mich ein bisschen aus und sonne mich, weil die Sonne ist shining. Oh mein Gott. Und später, so glaube ich in 2 Stunden, treffe ich mich noch mit Melina, weil wir haben vor zu picknicken. Und ich wollte eigentlich noch was backen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Aber mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Ich warte noch eben auf Mom und Tante und dann geht's nach Hause. Ich habe mich jetzt fresh gemacht und auch die Sachen für das Picknick mit Melina vorbereitet. Und laufe auch gleich Richtung Park, weil ich da mit ihr verabredet bin. Und Edge is unfortunately not joining us, weil sie nach den 8., 9. Stunden Sport keine Energie mehr hat. So the trio is not complete, but that's okay, right? With the baby outside crying too. Yeah. Und wir sehen uns dann im Park. Hi. Wir sind jetzt im Park und suchen uns einen nicen Platz für unseren Picknick. And then we're spending the afternoon in the park. What should I do now? Snake. Girl. And I have some... Raspberries out of my garden. Dann haben wir so eine Brotdose mit Kuchen und anderen Snacks. Haben wir Flaschenöffner. Haben wir Schokolade. Ich liebe die. Haben wir Banana for the chocolate. Yummy. Are ready. We're ready. What? Yeah, like... It down because I can't see it. Eating it for the pictures. No. I need to eat them too. I'm not eating. Oh my god. Stop. Oh my god. Demure. Very mindful. Take your glass, girl. Thank you. My oh my god. I literally messed it up again. Like me trying to be aesthetic. Want to slay. Nice. Do they see something nice? Mean girls, like... Jumbo! Edge. The edge. What are you even doing? Girl world had a lot of rules. Mm-hmm. So nice. I'm poor, captain of the North Shore Met. Better be one of them Thank you.
Let's go to school, I guess. Es ist Mittwoch und ich habe mich so heute fertig gemacht und wir fahren gleich zur Schule. Ich habe in den ersten beiden Deutsch, dann habe ich Philosophie, dann eine Stunde Sport und Englisch. Und wir fahren jetzt gleich los. Hi. Die elf, 7 Stunden am Handy sind. Handy weg! Lieber! Ha, ha, ha. Und Melinas Lunchbox. Give us a lunch tour, girl. So here I had Radieschen, but I already ate them in the 5-minute break. Wow. With salad and stuff. So aesthetic. Und wir essen jetzt. Ne? Wir haben jetzt Sport und unser Thema ist irgendwie Bulk Aerobics. Und Melina hat ihre Sportsachen vergessen. Nee, ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie verloren. Ja, sie hat ihre Sporttasche verlegt. Now she needs to do PE in her jeans. On our way to English lesson. Man, so more energetic. Hope you feel better. Bye. Bye, girl. See you tomorrow. Bye. I have everything. On the way to school. Yay. Wir haben jetzt Pause. Und da wir heute nicht so viel Unterricht haben, habe ich nur ein bisschen was dabei. If you want to sit there, you can sit. Guys, wir haben Schulschluss. Yay. Check. Your girl is back at home und ich habe voll Hunger, deswegen mache ich mir jetzt so einen Snack und ich habe vor, ein Banana Split Snack zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich zeig euch, wie es geht. Joghurt und ich kann euch den richtig empfehlen, weil ich mochte früher keinen griechischen Joghurt, aber der ist einfach so nice. And Greek yogurt has a lot of proteins. Hold on, we forgot something. Of course, a matcha. Oh. Guys, it's time for the daily walk.
The books are in the bag und jetzt geht's nach Hause. It's Friday und ich habe mich so weit fertig gemacht, aber ich nehme die Kamera heute nicht mit zur Schule. Wir sehen uns später oder gleich. So, let's make the smoothie. The go-to yogurt for good and smooth smoothies. Ike got a smoothie as well. Cheers! Cheers! I like it. It's approved. It passed the taste check. Ich habe mich jetzt ein bisschen frischer gemacht und wir fahren jetzt nach Münster. Denn es gibt ein Matcha-Café, das ich ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes What I Eat Video geschaut habt. Aber da wollte ich auch schon dieses Café ausprobieren. Das hatte aber leider zu. Deswegen schauen wir mal, ob der noch aufhat. Und es gibt eine englische Bücherei. Eine ganze Bücherei nur mit englischen Büchern. Ich glaube, der hat schon ungefähr seit einer Woche auf. Aber wir fahren heute erst. Und ich freue mich schon total und ich würde sagen, let's go! Danke. Ich habe mich jetzt für dieses Buch entschieden von Lynn Painter, weil ich habe ein Buch von ihr gelesen, das fand ich sehr nice, das war Better Than the Movies. Ich gehe jetzt zu Mom und Tante, weil die sind einkaufen. Thank you.
Ich nehme dann. New Matcha. Guys, when I'm doing matcha, be like. Bestimmt haben sich einige von euch im neuen Schuljahr vorgenommen, bessere Noten zu schreiben, und ich dachte mir, dass ich euch damit helfen kann, indem ich meine Study-Tipps mit euch teile. Mir hilft es immer, mein Handy wegzulegen oder auszuschalten, um mich beim Lernen nicht abzulenken und konzentriert zu bleiben. Außerdem kann ich euch auch empfehlen, euren Schreibtisch organisiert und sauber zu halten, um alle Sachen, die ihr braucht, wiederzufinden und keine Zeit beim Lernen zu verschwenden. Außerdem sind Pausen auch sehr hilfreich, denn dann kann ich nach der Pause wieder motiviert weiterlernen und überarbeite mich auch nicht zu sehr. Study-To-Do-Listen helfen mir auch immer, denn dann weiß ich, was ich lernen muss, verschaffe mir einen Überblick und vermeide Stress. Genauso wichtig sind aber auch Rest-Days, denn dann könnt ihr diszipliniert und motiviert bleiben und überarbeitet euch nicht so sehr, indem ihr jeden Tag lernt. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Die Schulwoche ist vorbei, ich habe zu Ende gelernt und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen motivieren konnte, die Schule so ein bisschen zu romantisieren. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bye!